Melkor. Er, der in Machte steht, war der Herr und Meister von Sauron. Er war der Erschaffer alles Bösen und das mächtigste Wesen, das je existierte. Ausgenommen nur Ilúvatar, also der Allvater selbst. So gewaltig war er, dass die gesamte Kraft aller 14 Valar vonnöten war, um ihn überhaupt erst herauszufordern und in Schach halten zu können. Doch wie konnte es dann dazu kommen, dass er, der anfangs alle Valar zusammen an Macht übertraf, er, der in der Lage war, Berge zu versetzen und riesige Feuerstürme heraufzubeschwören, von einem einzelnen Elben im Zweikampf verletzt wurde und 8 schwere Wunden davon trug. Als die Welt noch jung war und die Valar, also die obersten Götter, sich damit beschäftigten, diese aufzubauen und für die Elben und Menschen bewohnbar zu machen, begehrte Melkor, der mächtigste von ihnen, die Herrschaft über alle Geschöpfe. Da ihm dies jedoch nicht gestattet wurde, entfachte ein gigantischer Krieg über die Welt, in welchem er mit seiner gewaltigen Macht allen anderen Göttern zusammen trotzte. Doch Melkors Vision, die gesamte Welt als Gottkönig zu unterjochen, bestand weiterhin. Im Verlangen danach, angebetet zu werden und über Schwächere urteilen zu können, erschuf er blutrünstige, wilde Bestien, Trolle, den Ents nachgeahmt, und Orks als ein verwahrlostes Abbild der Elben und Menschen. Zudem ließ Melkor einen Großteil seiner inneren, schöpferischen Macht, also ein Teil seiner selbst, in die Lande von Mittelerde einfließen. So wucherte sein Wille der Bosheit wie ein Pilzgeflecht durch die Landschaft und verseuchte Berge, Flüsse, Wälder und Seen, sodass eine neue Art des Übels erschaffen wurde, welche sogar außerhalb von Melkors Einflussbereich fortbestand. Es wirkte eigenständig Untaten und existierte auch nach Melkors Verbannung weiterhin fort. In jedem Lebewesen, ob Pflanze, Tier, Elb oder Mensch, steckte von nun an ein gewisser Funke an Bosheit. Lediglich Valinor, das heilige Land der Götter, war unbesudelt. Am stärksten betroffen war jedoch der Norden von Mittelerde, wo Melkor die meiste Zeit lang einen starken Einfluss hatte. Doch selbst dabei sollte es nicht bleiben, denn alle Diener Melkors, sowohl Sauron und die Balrogs, als auch später seine niederen Kreaturen wie Orks, Trolle und Wölfe, empfingen von ihm einen Teil seiner Macht, der sie verstärkte und ihnen einen endgültigen, bösen Willen verlieh, sodass man sie nicht mehr zum Guten bekehren konnte und sie auch ohne die Anwesenheit ihres Meisters immer wieder anfingen, die Welt und ihre Bewohner zu terrorisieren. Durch all diese Taten teilte sich Melkors anfängliche, unbegreiflich enorme Macht, die von keinem anderen Wesen der Erde auch nur annähernd übertroffen werden konnte, im Laufe der Zeit immer weiter auf, sodass er, je mehr Diener er züchtete und je mehr er das Land um sich herum vergiftete, immer schwächer wurde und an Kraft verlor. Alles zusammengenommen war Melkors Macht zwar immer noch genauso groß wie am Anfang, wenn nicht sogar größer, doch wohnte sie nicht mehr allein in ihm selbst, sondern in allen Dingen, in die er Einfluss gehabt hatte, fort. Er selbst war nun viel angreifbarer und schwächer, wenn seine Kreaturen nicht beisammen waren. Das machten sich die Valar im Krieg der Mächte zunutze, als sie zuerst Melkors Außenposten Angband eroberten und bereits einen großen Teil seiner Diener töteten, bevor sie seine Hauptfestung Utumno belagerten. Letzten Endes verlor Melkor sogar so viel seiner Macht, dass er, der ja eigentlich ein Valar, also ein göttliches Wesen war, am Ende des Zeitalters der Bäume komplett die Fähigkeit verlor, seine Gestalt zu ändern oder ihr einer gewissen Zeit lang zu entsagen und ungesehen auf der Welt zu wandeln. Sein Geist wurde also an seinen Körper gefesselt und musste sich ab diesem Zeitpunkt an mit den Nachteilen eines ständigen physischen Daseins auseinandersetzen, Angst und Schmerz. Den Titel Valar hatte er nun verwirkt und war an Rang und Macht minder den anderen 14 Göttern. Trotz dessen hörte er nie auf, neue Kreaturen zu züchten und ihnen seine Macht zu gewähren. Äußerlich zu allen Zeiten imposant und würdig erscheinend, war er doch gegen Ende des ersten Zeitalters sogar schwächer als manche seiner eigenen Diener selbst. Das Einzige, was ihm seine Autorität und Stellung vor ihnen sicherte, war eben sein durchaus gigantischer und furchteinflößender Körper, welchen er trotz dessen über die Jahrhunderte hinweg behalten hatte. Eine Fassade, die seinen Machtverlust versteckte. Im Jahre 456 des ersten Zeitalters wurde Melkor von dem Elbenkönig Fingolfin zum Zweikampf gefordert. Melkor, sich vor dieser Herausforderung insgeheim fürchtend, musste diese dennoch annehmen, um seinem Ruf bei seinen Verbündeten gerecht zu bleiben. Fingolfin hatte natürlich keine Chance,
da der Herr alles Bösen noch immer viel zu mächtig und gewaltig für ein irdisches Geschöpf war, selbst für einen so machtvollen Kriegsherren wie den Hochkönig der Noldor-Elben. Doch war Melkor auch nicht mehr unüberwindbar, geschweige denn unverletzlich, so dass er zwar das Duell unter Schwierigkeiten gewann, jedoch etliche Male den Elbenkönig verfehlte und 8 schwere Wunden von diesem einstecken musste. Dieser Tag sollte ihn daran erinnern, dass er selbst nur noch ein Schatten seiner Pracht von einst war. Hätte Melkor niemals damit begonnen, seine Macht und sein Wesen auf seine Kreaturen und die Umgebung zu verteilen, hätte er niemals von irgendeinem Erdenbewohner, und sei er noch so mächtig, ernsthaft verletzt werden können.